erste Mal richtig ausgesprochen. Bin ich nicht toll? Ja, ja. Musst du mir nicht sagen. Weiß ich schon. Ja. Okay. Da haben es wohl ein paar nicht so ganz überlebt. Skiver. Und ein Bandit. Hat gegen Skiver verloren. Passiert. Oh, warte. Da benutzen wir doch mal hier. Ach, ich zeige euch einfach mal, was der Feuer-Atron eigentlich so kann. Nicht Illusion, sondern Beschwörung. Und der zerlegt die, glaube ich, gerade mal. Und weg sind sie. Also, ja, also, ihr wisst schon. Das ist jetzt ein bisschen stark und so. Nein. So und so. Und um euch mal zu zeigen, was meine Passive ist, wenn ich so mache, dann kriege ich viel schnellere Mana-Regeneration für kurze Zeit. Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Ja. Rüstung. Ah, die Pelzstiefel will ich noch haben. Eisendolch. Danke. Jagdbogen, und damit haben wir schon mal einen besseren Bogen. Und ich trage jetzt schon zu viel. Das fängt ja gut an. Ach du je. Was können wir denn raushauen? Bekleidung, vielleicht irgendwas, das recht viel wiegt. Weil ich hau dann einfach Sachen raus, die viel wiegen. Eisenrüstung, komm. Jetzt blöd, dass ich das raushau, aber komm. Der Atronarch ist bald weg, nehme ich an. Ah, wieder mal Schlosse knacken, was ich so gut kann. So. Das ist offen und haben wir da irgendwas? Dietriche und Gold. Ja, das finde ich natürlich sozial, wenn in den Schlössern Dietriche da sind. Und hier noch irgendwas? Ach, ich bin jetzt zu faul zum Suchen. Ich verpasse sowieso immer was. Boah, macht mir der Angst, Alter. Der Feueratronarch dürfte bald weg sein. Und hier haben wir Begräbnisurnen mit ziemlich viel Zeug drin. Später werden die auch noch aus Gräbern hüpfen. Das ist dann echt nicht mehr so cool. Also, es ist ekelhaft. Aber die Skelette machen uns jetzt nicht so. Das sind die Probleme. Hier gibt's nichts. Okay, habe ich was übersehen? Vermutlich. Ganz unauffällig die Leiche da. Ich will looten. Warum auch immer der Gold hat, aber gut. Hier kommen doch bestimmt bald mal Gegner. Leinentücher. Zaubertrank, den kann man verkaufen. Oh, es hört sich verdächtig an. Mein Atronarch ist weg. Okay. Durchs Geäst laufen wir hier, da könnten wir uns ja hören. Und ja. Ganz unauffällig, aber den schlachten wir mal mit unserem Jagdbogen ab. Ach, schade. Ja, da hat man gerade eine Falle gesehen und ich sehe den Eisenpfeil nicht mehr. Lol. Das wollte ich nicht. Naja, gut. Sehr schön. Oh mein Gott, er ist einfach so gestorben. Wie das nur? Ja, das ist einer der stärkeren, aber dann hätten wir trotzdem one-shotten können. Hauptsache, er hat viel Zeug dabei. So. Und, ja, hier sieht man Schlange, was auch immer. Und hier ist es anders eingestellt. Und von daher setzen wir hier mal auf Schlange und komisches Etwas. Und selbst wenn in weiser Voraussicht, könnten wir uns so hinstellen.
Aber selbstverständlich habe ich dieses Rätsel schon mal gemacht und ja. Aber das ist noch eins der einfachsten Rätsel. Ich bin nämlich eigentlich der letzte Lappen, was so Rätsel angeht. In weiser Voraussicht mache ich hier natürlich wieder zu. Und da kommt Skiver an, weil sie bewegen sich ziemlich schnell. Das wusste ich jetzt nicht mehr auswendig, aber es gibt wenig, was ich so schnell bewegen kann. Kommt der hoch? Ja. Oder auch nicht. Und den looten wir jetzt. Ich habe die Sachen oben gesehen, keine Angst. Ich wollte nur erstmal die Gegner weg haben, weil irgendwann hüpfen sie dich dann an und gehen dir tierisch auf den Nerv. So, ja, und hier oben Trank, ein Buch, das unseren Taschendiebstahl verbessert. Ja, die Bücher geben Instant-Verbesserungen und das nehme ich auch mit, weil das was wert ist. Die Bücher übrigens sind alle gar nicht so schlecht geschrieben, also das ist echt gar nicht so uninteressant, aber dafür nehme ich mir jetzt mal nicht die Zeit. Und eine Truhe. Die Kriegsachse nehme ich mit, nee, nicht mit, nehme ich mitnehmen, nein. Oh, die Panzerschuhe. Ich versuche halt gerade so ein bisschen nicht zu überladen, weil ich bin eigentlich schon voll. Später könnten wir eventuell einen Partner haben und der kann uns dann das ganze Zeug tragen. Das Problem nur mit Partnern ist, sie stehen dir meistens als halbwegs guter Spieler mehr im Weg, als dass sie dir helfen. Oh, hier gehen wir noch runter in das Skiver-Nest. Und mein Gefühl sagt mir, dass hier Gegner kommen werden. Ich glaube, die SFX sind übersteuert, aber ich weiß nicht, wie man die leiser stellt, also nur die SFX. Rolle des Feuerballs. Das könnte ich euch ja irgendwann mal zeigen. Schwaches Gift der Lähmung. Ja, also, hier bekommen wir natürlich Sachen, um unsere Gegner zu besiegen. Kommt da jemand? Seht ihr das? Haken her? Björn? Soling? Ah, ich erinnere mich. Ich sehe nicht. Habe ich ihn übersehen? Ja, ich glaube, der kommt da vorne erst. Ich dachte, du brauchst meine Hilfe. Guck mal, da ist, glaube ich, irgendwo so eine fette Riesenspinne. Und ich wähle schon mal wohlweislich hier bei Beschwörung mit Feueratronarchen aus. Feueratronarch beschwören. So. Das sollte eigentlich so eine fette Spinne sein. Jetzt sollte er doch gekommen sein, theoretisch. Halte das von mir fern! Ah, jetzt. So, mach Schaden. Alter, der macht echt nicht schlecht Schaden. Alter, Feuer-Tronarchi. Das finde ich jetzt aber echt asozial von dem. Naja, gut, dann müssen wir halt selber ran. Dazu benutze ich mal stärkere Magie. Schlag euch auf mich drauf, der Feueratronarch kümmert sich darum. Ja, die macht nicht wirklich Schaden, also die kann man sowieso legen, aber sie macht einem Respekt, weil sie so fett ist. Ja. So. Eibeutel, Frostspinne, Urnen. Und, Boi. Oh nee, ey. Ich will nicht backen. Los nicht. So, hier ist viel Spinnennetz, viel Mumiengedönse. Mumifizierte Leichen. Mein Feueratronarch. Ja, ja, chill. Ich möchte halt erstmal looten. Leichen. Oh lol.
Ist was passiert? Helf mir! Hilfe! Ach, schrei doch noch lauter. Ich will hier gerade looten. Looten ist wichtiger als das, was der da von mir will. Verlass mich nicht, um Arkais willen. Holt mich runter, holt mich runter. Wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal da hinten. Hier drüben. Die Spinnenfäden werden nicht angezeigt. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneide... Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen hat. Süßer Atem von Arkai. Dankeschön. Ich musste den töten. Aus dem Grund, dass der weggerannt wäre. Und das wäre mir zu ätzend gewesen. Tagebuch. Nein. Eigentlich müsste man es, glaube ich, mitnehmen, aber... Oh. Cool, Stufenaufstieg. Pelzrüstung, Pelzhelm, Pelzarmschienen, Fellstiefel, Tunika mit Gürtel. Ach du je. Objekte, was können wir denn raushauen? Dann haben wir irgendwas. Irgendwas, was viel wiegt. Sechs Gewicht. Ach komm. Sechs Gewicht kann raus. Die Fellrüstungssachen sind halt mehr wert. Vielleicht haben wir irgendwelche Waffen aufgesammelt, die wir nicht brauchen. Eisendolche. Pfeile, Streitkolben. Ach komm. Wir haben die doldene Klaue. Wir haben die doldene Klaue bekommen und versuchen jetzt noch so ein bisschen zu looten, was geht. Aber das war's noch nicht ganz, weil wir müssen doch noch diesen komischen Drachenstein besorgen. Wo könnte der wohl sein? Und leere Urnen. Danke. Ja gut, gehen wir mal da links. Vielleicht ist da noch was. Nee, nur leeres Zeug. Ah, da hinten ist ein Sack. Nee. Gott, bin ich blöd. Ja, ja. Lacht ruhig, lacht ruhig. Aber ich komme wieder. Und was? Ich dachte, der Dungeon wäre schon fast zu Ende. Geht ja noch weiter. Viel weiter. Da ist aber noch einer. Und noch einer. Und da links ist noch einer, glaube ich. Nope. Wäre ich schon ein bisschen stärker, dann könnte ich da mehr machen. Nämlich mit diesem Feuerblitzzauber, aber der kostet uns im Moment einfach zu viel Magika. Und apropos Magika... Wir sind ja gerade Stufe aufgestiegen, ne? Level 3 schon. Wir skillen Magiker, weil davon braucht man einfach echt viel. Hier, das könnten wir schon machen. Oder aber wir gehen mal, was ich der Effizienz halber gerade gern machen würde. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ich suche gerade nach dem... Ach, verdammt. Ich bin jetzt hier. Schmieden. Und zwar das Stahlschmieden hätte ich ganz gern. Ach, richtig schlimm gerade meine Stimme, ich muss kurz husten. So, jetzt läuft das Ganze doch schon wieder. Oh, dann habe ich, doch habe ich, klar. Eingesackt. Dich darf ich doch bestimmt auch noch durchsuchen. Ich meine, weil das Gold, das schadet ja nicht. Also, nicht direkt. Oh, da ist eine Druckplatte. Die habe ich aber nicht gesehen. Habe ich beim ersten Durchspiel noch nicht. Warte, kann ich? Nee, dann kommt das auf mich zu. Das will ich gerade nicht. Okay. Nehmen wir einfach mal den Bogen. So aus Prinzip. Den Jagdbogen.
Headshot, come on. Schade eigentlich. Naja gut, es läuft beinahe auf selbe hinaus. Eisenpfeile. Schön, dass ich die zurückbekomme. Also das finde ich echt nicht schlecht. So, looten und... Nee, da gibt es nichts zu looten. Das ist ja eher leer als voll. Wo sind meine Gegner? Da. Hier sind noch mehr Gegner. Oh, da. Oh, diese Bogenskills. Noch eine? Ja, ich loot schon mal. Ist da noch einer? Ja, da hinten schwingt mir so ein Pendel. So ein lustiges. Komm, kann ich den da oben looten? Ja, kann ich. Ach, komm. Muss ich dafür wirklich Pelzarm, Schienen, Eisendolch? Verdammt. Interessanterweise hat der Kerl das equipped. Ich weiß zwar nicht, wie er das angestellt hat, so als Toter, aber... Ach nein, das war der, der vorhin aufgestanden ist. Und da oben die Truhe. Also wer die übersieht, ich weiß auch nicht. Der ist fast so wie ich. Lehrling. Nee, ganz so weit nicht, aber da. So. Aber wirklich was drin ist auch nicht, also. Das einzig Gute daran ist, bessere Pfeile und vor allem besserer Bogen. Also an dem Dungeon hier. Nee, das einzig Gute an den Dingern da vorne ist, das wollte ich eigentlich gerade erzählen, sozusagen. Und ich nehme gerade mal wieder meine Zauberei in die Hand. Dass da niemand mehr von hinten rankommt. Und durch. Einmal wird man, glaube ich, immer getroffen. Ich weiß es nicht. So. Hört auf. Nee, ich behalte nochmal meinen Bogen. Ich finde, das Bogenschießen macht mega Spaß, weil es macht einfach Schaden. Alter Nordbogen und dazu Eisenpfeile, genau. Ist da nichts? Das wundert mich jetzt. Habe ich was übersehen? Ich hoffe nicht. Ah, da unten ist, glaube ich, auf alle Fälle noch was. Da würde ich fast was drauf wetten, weil das wäre sonst... Oh, kein One-Hit. Schade eigentlich. Echt schade. Ja. Aber ich sag nur so, Kleinvieh macht auch Mist. Oh, da liegen sie bestimmt noch. Da sind doch noch mehr von dieser Sippe. Sippschaft Draugere. Okay, das. Boden ist schon blutrot. Denn ich bin der Killer. Ah. Mist. Schon doof. Oh. Ah, macht Spaß. Schon doof. Echt scheiße. Ich glaube, der Part wird ewig lang, vielleicht so 40 Minuten. Ich weiß nicht, aber ich möchte den Dungeon auf alle Fälle noch fertig bekommen. Weil... will ich halt. Oh, das Zeug wiegt schon wieder so viel. Ich lasse das jetzt einfach liegen. Ich bin zu faul, um mein Inventar umzusortieren. Okay, das ist interessant. Wo geht's weiter? Rechts geht's weiter. Oh, es wird lauter, die Halle. Ja, und jetzt nehmen wir doch mal... Verdammt, ich hab's glaube ich auch auf Smarty. Ja, hier, klar habe ich das.
wieder unsere Standardsprüche in die Hand, weil wir müssen unsere Zauberei ja möglichst schnell aufwerten. Was ist das hier für ein Raum? Ja, ich hoffe, das ist der Raum, der ich denke, dass es ist. Ich hoffe es echt. Lol. Später kann man auch mehr von denen haben. Von